Servus, hallo am Kanal von Horsmann und Uhr. Es wird wieder Zeit für ein Hausbau-Update. Wir haben Ende Februar. Viel hat sich nicht getan, aber ein Teil schon. Aber ab heute wird es wieder ein bisschen spannender, denn heute geht es zum Fußbodenaufbau. Aber was dazwischen schon alles passiert ist, das zeige ich euch jetzt. Bleibt dran. Ja, das letzte Video ist ja schon länger her. Das war, glaube ich, Ende November. Dass es momentan nicht viel weiter gegangen ist, das ist ja nicht an uns gelegen, sondern an den männlichen Sachen, an der Unfähigkeit des Netzanbieters in Niederösterreich. Wir haben tatsächlich erst vor kurzem Strom bekommen. Wie das Ganze abgelaufen ist, das kann ich jetzt einblenden und kann dazu ein paar Kommentare abgeben. Ja, und wegen der nicht vorhandenen Kommunikation mit Kunden seitens des Netz Niederösterreichs wurde nämlich nicht wie geplant vor den Haus, vor den Neubau ein Kasten gesetzt, sondern an der anderen Ecke unseres Grundstücks. Und trotz gut 10 Meter Überlänge unseres Kabels musste nun eine Verbindung geschaffen werden mit einer Muffe, die tatsächlich noch für Probleme sorgen wird, denn diese passte nicht mehr in das Leerrohr. Und so musste der Bagger ein zweites Mal ran. Und laut Netz Niederösterreich habe ich nun die Verantwortung über das Kabel auch außerhalb des Grundstücks, was schon mal eine absolute Frechheit ist, denn mit uns wurde kaum oder gar nicht kommuniziert. Aber sei es wie es sei, wir haben Strom. Da haben wir jetzt einmal so einen Verteiler hängen, da können wir jetzt unseren Strom endlich beziehen. Das Smart Meter ist verbaut, der ist auch schon freigeschaltet, das heißt, ich kann ihn schon ablesen online. Aber der Kasten ist noch lange nicht fertig. Hier oben sehen wir schon die Server von der Firma Loxon für die Smart-Steuerung, die wir geplant haben. Ja, aber bevor heute der Bodenaufbau beginnt, waren Peter und ich natürlich noch fleißig. Wir haben nämlich unter die Stiege hier noch eine Wand eingezogen. Das wird eine sogenannte Speise, sagt man zumindest in Österreich. Ja, für allerhand Krimskrams, was man halt so lagern muss im Bereich der Küche. Da ist noch frei. Da haben wir vor, Kästen einzubauen, die man vom Wohnraum aus da sichtbar hat und auch bestücken kann, ist zumindest so geplant. Ja, Strom ist soweit alles fertig verlegt. Auch das ist nur ein freier Schacht. Das muss ich dann irgendwie schöner verblenden, wo HDMI-Kabel und andere Dinge raufgezogen werden können Richtung TV-Gerät. Was ihr noch seht, ist natürlich, wir haben alles leergeräumt und so gut wie möglich gereinigt für den heutigen Bodenaufbau. Das Haus ist leergeräumt, man hört es. Es hallt wie in einer Festhalle. Jetzt kann die Schüttung kommen, die kommt in KW9, dann muss ein bisschen getrocknet werden, ja, und KW11 soll dann in etwa die, auf die Schüttung der Rollshed verlegt werden, das ist die Unterkonstruktion für die Fußbodenheizung, und dann KW13 kommt der Estrich und dann geht es voran Richtung Endspurt, Einzug. Aber nichts überstürzen, wir haben Zeit, es kostet alles viel Geld. Ja, so ist es halt beim Bau. Ja, natürlich wurde alles abgecheckt, ob die Leitungen alle dicht sind, alles soweit in Ordnung ist. Auch dazwischen noch mal durchgesaugt, auch zwischen den Rohren. So gut wie möglich halt. Müssen wir fragen, wie dünnflüssig dieses Ding ist. Ich stopfe da mal vorsichtshalber noch. Die Wolle haben wir genug über. Die letzten Löcher noch voll. Das ist der Kabelschacht, was runterführt in den Kasten. Da sind noch allerhand Zwischenräume. Aber ich gehe davon aus, dass das recht mager sein wird. Sprich nicht flüssig. Sonst wird es nicht. Ich glaube, die Trocknungsdauer ist ja relativ geringer, als gesagt haben. Ich glaube eine Woche. Eine Woche. 7 Tage irgendwas. Also doch eine Woche. Ja, dann kannst du den flüssig auch sein. Wir werden sehen. Alternative wäre natürlich auch ein Schaum, ein Bio-Schaum. Mit dem machen wir heute noch die Löcher vom Fundament zu.
wo das Kanalrohr nicht passend genau gemessen wurde. Aber ich gehe davon aus, dass die Schüttung relativ trocken sein wird. Sonst würde das mit dieser Tellwolle da ein Problem sein. Außer es kommt noch irgendein Dichtungsplastik dazwischen. Möglich, ja. Könnte sein. Werden wir sehen. Ja, und die Löcher von den nicht so toll ausgemessenen Kanalrohren. Da wisst ihr, vor den anderen Videos haben wir müssen das Fundament aufstemmen. Das tue ich auf jeden Fall noch mit einem Brunnenschaum abdichten. Der ist zwar nicht absolut druckwasserfest, aber zumindest noch halbwegs wasserdicht. Wichtig ist gut schütteln und dann rein damit. Quillt der stark aus? Ich gehe davon aus, dass der sehr stark quillt. Aber das schneiden wir dann weg. Ich glaube, das lassen wir mal, oder? Mhm. Ein Loch haben wir noch. Haben wir eigentlich in der Durch da? Ja, auf der Stiege gehen haben wir Tücher. Wie erwartet, geht der Schaum mächtig auf. Hätte ich glaube ich gar nicht so viel reinsprühen müssen, aber ich bin da ein bisschen ein Fetischist, was Schaum und Silikone und Acryle betrifft. Da bin ich sehr, ja, da sprühe oder schmiere mehr als nötig ist, aber besser mehr als zu wenig. Den Rest kann man ja wegschneiden. Ja, jetzt gehört dann nur mal im Detail gereinigt. Frauchen ist schon fleißig beim Saugen im Obergeschoss. Und dann, wie gesagt, steht dem Fußbodenaufbau nichts mehr im Wege. Da ist schon der Staffel gesetzt. Das wird die Estrichhöhe für die oberste Stiege. Und da ist jetzt alles leergeräumt. Ja. Das Kabel können wir da noch vielleicht ein bisschen rauf, dass es nicht im Weg ist. Wir haben jetzt alles schön so weit wie möglich ausgedämmt. Was gehört? Dieser Topf ist da für den Abfluss der Dusche. Sichert das Ganze nochmals ab. Das heißt, wenn da irgendeine Undichtigkeit unter der Dusche wäre, haben wir da ein bisschen einen Schutz. Und man kann da im Nachhinein dann je nach Estrichhöhe abschneiden. Die Löcher haben wir ja zugeschäumt, wie ihr es gerade gesehen habt. Habe ich jetzt plan abgeschnitten, müsste so passen. Dann das zweite Loch. Die Rohre sind alle unterschäumt, damit da jetzt bei der Schüttung nichts passieren kann. Circa einer halben Stunde kommt die Firma für den Bodenaufbau. Heute kommt rein eine Schüttung, die besteht, die ist wahrscheinlich auf Zementbasis, soweit ich das gelesen habe. Und hat als Dämmung so eine Art Styrodur oder Styroporkugeln drin. Das wird dann mager abgemischt und aufgetragen. So, der LKW ist da, dann kann es dann bald losgehen. Und es wird nicht lange gefackelt. Mittels Laser wird das Maß angezeichnet. Und das Ganze natürlich auch im Untergeschoss.
während draußen schon mal die riesige Mischmaschine angeschmissen wird. Diese wird mit dem Diesel des LKWs betrieben. Riesige Säcke gefüllt mit dem Dämmmaterial werden hier mit dem Bindemittel auf Zementbasis gemischt. Und dann im 5-Minuten-Takt über große Schläuche reingepumpt. Mit einem auf das Maß eingestellten Stock wird das Niveau nochmal kontrolliert und danach kann schon abgezogen werden. Und bei diesem Abziehen sieht man schon mal, wie locker flauschig dieses ganze Material ist. Und auch mager, wie wir uns das schon gedacht haben. Wenige Minuten später geht das Ganze schon Richtung Schlafzimmer. Das kurze Zeit später auch schon fertig war. Und nach Arbeitszimmer, Galerie geht es Richtung Erdgeschoss. Und auch im Erdgeschoss geht es flott dahin. Und bald sieht man diese Schläuche nicht mehr, Gott sei Dank. Wieder wird grob verteilt und dann sehr gekonnt abgezogen. Natürlich will ich hier beim Filmen nicht im Weg stehen und muss nur das Haus verlassen. Es fehlt nur mehr der Vorraum, Technikraum und das WC. Und am LKW werden die letzten Säcke gemischt. Ja, es geht dahin. Geht relativ flott. Es sind gerade einmal 3 Stunden Arbeitszeit anscheinend. Und dann ist das ganze Haus, natürlich kleines Haus, mit knapp über 90 Quadratmetern, ist dann fertig. Was natürlich nicht ausgegangen ist, aber das haben wir gewusst. Die Wohnraumluftschläuche sind natürlich zu hoch, wo wir über die Elektroschläuche gegangen sind. Das heißt, das sieht man da jetzt noch ein bisschen in der Schüttung. Aber ist nicht schlimm, da kommt ja noch der Rollchat drauf für die Fußbodenheizung und dann der Estrich. Aber interessantes Material. Das ist im Prinzip nur ein Dämmmaterial. Styropor oder was auch immer, was dann gemischt wird mit einem eigenen Bindemittel. Ist nach 4 Tagen in etwa dann begehbar, das Ganze. Das ist wie gesagt nur der Unterbau und gleichzeitig eine Dämmung. Nach meinem kurzen Rundgang geht es zum Endspurt. Ja, und 3 Stunden später schaut das Ganze jetzt so aus. Obergeschoss kann ich natürlich auch nicht herzeigen. Ja, ist ein sehr mageres Konstrukt. Also das sind, wie gesagt, so Styropor oder Styropor-ähnliche Kügelchen, was mit einem eigenen Verbundmaterial, ich glaube auf Zementbasis, verbunden wird und dann eingetragen. Ganz mager. Und das soll jetzt 4 Tage trocknen. Und dann ist das Ganze anscheinend begehbar. Schaut auf jeden Fall jetzt toll aus. Zumindest schaut es schon wieder ein Stück fertiger aus. Die Rohre sind zum größten Teil jetzt natürlich weg und damit schaut das Ganze jetzt wirklich perfekt aus. So, das war's jetzt mit dem Video. Nächster Teil ist dann der Installateur dran mit der Fußbodenheizung. Da filme ich mit. Dann kommt der Estrich in der KW13. Wenn euch das interessiert, bleibt's dran, gibt's mir einen Daumen hoch, über Abo freuen wir sich auch. Bis dann, ciao.